Ja, und jetzt ist es das Doofe. Hier unten ist kein Drachenblut. Naja. So, aktivieren wir mal das Aufladegerät hier. Irgendwer wird ja schon hinlatschen. Oh, du bist am Verhungern. Das ist nicht so toll. Aber du kommst ja gleich nach Hause. Jawohl. Sehr schön. Oh, come on. Sie scheint nicht genügend Energie zu haben. Ihr müsst wohl nur noch einen Schritt tiefer gehen, aber wie hoch sind schon die Chancen, dass ihr dort unten etwas noch garstigeres finden werdet? Genau, wie stehen die Chancen? Die Tür nach unten hat sich geöffnet und ihr solltet fortfahren. Wer hat das Ladegerät eigentlich aktiviert? Ach, ein Bergarbeiter. Ja, Teleportkugel ausschalten und dann geht's nach eine Etage tiefer. Ich hoffe mal, ihr seid schon dabei, das den Mauerstein auszugraben. Komm, helfen wir mal ein bisschen nach. Okay, hier ist wirklich nur... zweimal Mauerstein. Schade. Das dürfte uns aber reichen. Nein, du bist falsch. Du bist richtig. Und du bist richtig. Gut. Ja, Drachenblut können wir uns einfach nicht leisten. So, jetzt bleibt nur noch die Forschungsreihe hier. Und von der Armee hat keiner wirklich Lust drauf, den Teleport-Disruptor zu zerstören. Wo ist mein letzter Militär? Der schläft. So, zerstört mal den Teleport-Dinger. Damit wir uns hier endlich in die letzte Ebene graben können. Wahrscheinlich wird da der orangene Magier auf uns warten. So. Müssen ja nur zwei Dinger runtergraben. Und hier ist über nirgendwo, wirklich nirgendwo Dings Drachenblut zu finden. Außer vielleicht da drüben. Now, what's going on? Noch mehr Monster. Tessiger als je zuvor sind sie auch noch. Oh, das sind Tintafanten. Ja, die hatte ich völlig vergessen. Kommt ihnen bloß nicht zu nahe. Sie werden euch mit ihren scharfen Schnauzen aufspießen und in blutige Stücke reißen. Sie sind hier die garstigsten und gefährlichsten Kreaturen. Viel Glück. Mhm. Ja, Forschungspunkte. Da ist ein bisschen Mauerstein.
versteckt. So, da ich genug Eisen... Das ist eine Titanitleiter. Da ich genug Titanit habe... Ah, eins brauche ich noch. Lock ich die mal hoch. Es sind ja nur drei Stück jetzt. Tentafant. Ein monströser Tentafant. Ihr seht creepy aus. Das will ich nicht abstreiten. Bist du der einzige Krieger, der kommt? Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen nachhelfen. Ist da wirklich gerade schon einer gestorben? Ernsthaft? Was sind das für Gegner? Ach so, war das mein Schwächster oder was? Nee. Okay, die sind nicht so harmlos. I'm the prince and you will hear me. Ich fühle mich so alt wie König Vater und das ist ein Gefühl, das ich nicht nochmal haben will. Let my words be engraved upon thy very soul. Schnell interagiert mit dem Ladegerät. Ich glaube nicht, dass sie noch viel Energie benötigen. Puh, keine Pause für den armen Prinzen. Ja, das heißt, ich hole mir einen neuen Jungzwerg. Und... entledige mich dieses Problems. So. Bash, bash. So, interagiert mal einer damit. Es scheint immer noch nicht genug zu sein beim Barte. Ach, wie merkwürdig. Anscheinend müsst ihr noch eine Ebene weiter nach unten und das nächste finden. Zieht ihr an meinem Bart, wenn ihr das tut? Wie könnt ihr mich solchen Hohnes bezichtigen? Das wäre ein Sakrileg. Fürwahr, mein Sohn, ich bin von euch enttäuscht. Na gut, wir gehen noch eine Ebene tiefer, aber wenn dort unten irgendein gigantisches Monster ist, schwöre ich das... Nein, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus irgendeinem Grund entfernt wurde. Ja, hoffen wir es mal. Und ganz ehrlich, dich mache ich gleich zum Militär, weil so levelst du am schnellsten ab. Eine noch bessere Trainingsfigur gibt es ja nicht mehr als die da. Nee. Du haust jetzt einmal drauf und bist dann wahrscheinlich schon Level 3 oder so. Dank Soldatenkultur und allem. Wenn du triffst, natürlich. Na, Level 2. Jetzt bist du Level 3 und das mit ein paar Schlägen. Level 4. Na, für Level 5 brauchst du ein paar Schläge mehr. Ja, mein Militär muss sich jetzt erst einmal wieder erholen. Und ich finde es echt schade, dass ich hier... Da wäre Silber hinter Wand. Ich finde es echt doof, dass ich kein Dings finde. Kein Drachenblut. Da drüben in dem kleinen Räumchen wird auch keins sein.
Jedenfalls bezweifle ich das. Stark, dass da Drachenblut drin versteckt ist. So, du bist schon fast wieder auf dem Dach. Wo ist denn der andere? Ach, da. Oh, du bist schon wieder voll. Okay. Das ging fix. Schauen wir mal ein bisschen vor. Dass die alle ein bisschen schneller trainieren. Und dann achte ich mal hier unten drauf, dass wenn sich da einer von den beiden durchbuddelt, was sich dort versteckt. Okay, da scheint ein doch größerer Raum zu sein. Hinter einer Holztüre. Da sind ein paar von den blauen Orks dahinter. Aber auch so bringt mir der Raum nichts. Gut, hier wäre ein Mauerstein. Aber ansonsten wäre hier auch nichts wirklich Schönes. Nee. So, Verteidigungsstellungen verbessern. Ich glaube auch nicht, dass ich hier hinter Drachenblut finde. Drachenblut wäre halt echt nice noch zu haben. So. Die mal neu aufbauen. Schildträger. So, da schnappe ich mir mal mein Militär. Das gesamte Militär. Und lass sie mal hier unten aufräumen. Die drei Orks dürften kein Problem sein. So, weil meine Schildträger halten viel zu viel aus und meine beiden Fernkämpfer machen viel zu viel Damage. So. Alle hier nach oben. Und ja. Gehen wir gleich mal in die letzte Etage runter. Da müssen wir sogar nur eins tiefer buddeln. Du bist schon auf dem Weg, gut. Bist du schon unten? Ja. Seid gegrüßt, Freunde. Ich bin Magikus. Jetzt geht es gleich richtig zur Sache. Du bist Magikus? Besieg den gelben Magier. Der gelbe Magier ist aufgetaucht. Anscheinend handelt es sich dabei um Magikus selbst. Jetzt wird es wirklich gefährlich, aber wir dürfen nicht zaudern. Zum Wohle aller Zwerge, die nach der Invasion dieses Magiers gefallen sind, müssen wir siegreich aus der Schlacht hervorgehen. Dieser Magier. Wir müssen ihm alles entgegenwerfen, was wir haben. Das könnte die letzte Chance sein, ihn im Kampf zu besiegen.